13. Mal fand heuer die Silvretta Classic Rally Mont Avon statt. Neben rund 180 historischen Fahrzeugen aus mehr als 70 Jahren Automobilgeschichte fand in diesem Jahr auch eine Premiere statt. Zum ersten Mal wurde die Silvretta E-Auto Rally Mont Avon veranstaltet. Wie es der Name schon verrät, wurde die Strecke hier mit Elektroautos absolviert. Wie fährt sich's mit der eigenen Energie? Ja, mit der eigenen Energie fährt sich sensationell gut. Kann man sagen, das ist heute ein Highlight, hier unterwegs zu sein? Ja, also es macht mir einen richtigen Spaß jetzt bei der Rallye mit zum Fahrer. Welche Bedeutung hat das für die Illwerke VKW? Ja, ich glaube, das ist einfach eine nette Möglichkeit, das Thema Elektromobilität einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Auf die Strecke gelassen wurden die 26 Elektroautos von 15 verschiedenen Herstellern direkt im Anschluss an die Oldtimer der Silvretta Classic Rally. Dementsprechend gespannt blickten die Teilnehmer dann auch den bevorstehenden Etappen entgegen. Ich glaube, die gesamte Veranstaltung ist für das Ländle eine Riesenwerbung. Es sind ja alle Entwicklungschefs und Entwicklungsautos, was Elektromobilität anlangt, da. Und wir präsentieren uns als Flotte mittendrin. In Bludenz machte das Starterfeld Halt und Schaulustige hatten die Möglichkeit, sich echte Elektroautoraketen aus der Nähe anzusehen. Die Kombination zwischen Oldtimern und mit Strom betriebenen Fahrzeugen hat durchaus ihren Reiz. Das E-Auto gilt ja immer noch bei vielen Leuten als dröge und langweilig. Und wir haben hier ganz tolle Autos dabei. Wir haben hier Supersportwagen dabei, die mit Elektrizität fahren. Wir haben da hinten den Mercedes SLS, wir haben den Audi e-tron, wir haben mehrere Tesla Roadster. Wir haben natürlich auch ganz vernünftige Elektroautos dabei. Wir wollen also zeigen, das Elektroauto wird es in einer Bandbreite geben, wie wir es heute eigentlich vom ganz normalen Auto auch kennen. Vielleicht nicht mehr mit den identischen Eigenschaften. 800 Kilometer wird man wahrscheinlich mit einem Elektroauto auch in vielen Jahren noch nicht fahren können. Aber wir zeigen mal den Stand der Dinge. Wir zeigen, dass sich viele, viele große Hersteller mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen. Alle großen Namen sind eigentlich da. Und dazu nutzen wir unsere Silvretta Classic, die wir in diesem Jahr zum 13. Mal bereits machen. Die Elektroautos fahren teilweise dieselben Prüfungen und es macht natürlich einen Höllenspaß. Ebenfalls vor Ort war auch der Hausherr von Bludenz, Bürgermeister Mandy Katzenmeier, machte sich ein Bild der zahlreichen Vehikel und berichtet auch von eigenen Erfahrungen. Haben dürfen mal mitfahren, ja, mit dieser Maredek, eine Kolosse, der hat das so aus, mit der eigenen Tankstelle. Der Strom wird auf dem Dach erzeugt mit Photovoltaik, geht aber in die Zapfsäule und direkt ins Auto. Immer mehr umweltbewusst kann man nicht sehen. Mit dem habe ich eine Runde gedreht und bin überrascht gewesen, dass das Vehikel so schnell davor geht. Dann ging es aber wieder dahin und das Starterfeld, angeführt vom Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Dr. Ulrich Hackenberg, setzte sich in Bewegung. In einem solchen strombetriebenen Fahrzeug hinter dem Steuer zu sitzen, über die Silvretta Hochalpenstraße zu gleiten und das atemberaubende Panorama zu genießen, hat einen ganz besonderen Flair und macht sichtlich Spaß. Ich persönlich bin ein totaler Fan von elektrisch fahren in allen Varianten. Also das fängt sich vom Fahrrad an, reicht über den Elektroroller, den ich sehr viel benutze für kürzere Strecken bis 10, 15 Kilometer, bis zum Auto und die absolute Plusstufe ganz oben, die Spitze ist natürlich der Tesla Roadster und so wie hier der Tesla Roadster Sport, das ist das geilste überhaupt, was es gibt. Spaß hatten alle Teilnehmer der ersten E-Auto Silvretta Classic Rally Mont Avon. Doch wie ein gewöhnliches Auto auch, muss auch ein Elektroauto nach einer gewissen Zeit wieder mit Energie befüllt werden. Zeit genug also, um etwas über das Erlebnis E-Auto zu sprechen. Also es war wirklich saugut, muss man sagen, überraschend. Ich habe gerne gewusst, dass eine Rallye so interessant sein kann. Wir sind da die Bieler Höhe hochgefahren, also war wirklich eine gute Geschichte. Ebenfalls an der Ladestation stand auch Ralf Schaub, Rede und Antwort. Wir haben noch jede Menge Leistung, wir können noch fahren. Es macht auch mit einem Fahrzeug mit 150 Newtonmeter Drehmoment viel Spaß, hier die Strecke mal hochzufahren. Der ist ja letztendlich auch als sportliches Fahrzeug ausgelegt. Also eigentlich optimal. Super Wetter, alles wunderbar. Als die Akkus wieder alle aufgeladen waren, machte sich das Starterfeld auf zur nächsten Etappe. Im gesellschaftlichen Bereich lud Illwerke VKW am Freitagabend ins Kopswerk 1 nach Paternen.
Auch dort wurde viel über die Zukunft der Elektromobilität diskutiert und gefachsimpelt. Wir müssen unterscheiden zwischen der Bevölkerung, die ja nur im Moment ein Image der Elektromobilität hat, und den Nutzern. Wenn wir über die Bevölkerung sprechen, dann liegt das im Moment nur in dem ökologischen Gedanken. Also die Argumente sind noch relativ oberflächlich. Man weiß eigentlich nur, dass hier ein Thema zustande kommt, das der Umwelt nützt, aber darüber hinaus, dass das eigentlich ein sehr schönes Fahrgefühl ist, dass man auch ein neues Mobilitätskonzept erfährt, dass man auch dann letztendlich Kosten sparen kann. All diese Themen sind noch nicht in der Bevölkerung wirklich im Bewusstsein. Und wie kommt das Flotte-Projekt wirklich an? Die Nutzer des Projektes sind hochzufrieden. Also wir haben hier eine Reaktion, die zu über 90% im positiven Bereich liegt. Man muss sagen, dass die Einstellung zur Elektromobilität sich jedenfalls sehr positiv verändert hat aufgrund der Nutzung. Also all die Faktoren, die die Bevölkerung eher anzweifelt, wie Fahrgefühl, wie Ästhetik, wie Innovationsfreude, wie Einbindung in ein Mobilitätskonzept mit dem öffentlichen Verkehr, wird viel positiver beurteilt. Aber andererseits gibt es immer noch Kritik an dem Anschaffungspreis, an der Ladedauer, an der Anzahl der Ladestationen. Also hier ist auch noch viel technische Vorarbeit und Weiterarbeit zu leisten. Vorarlberg ist Modellregion für Elektromobilität. Unter dem Titel Flotte sind bereits mehr als 75 Fahrzeuge unterwegs. Wie attraktiv und vor allem alltagstauglich dieses Thema ist, das weiß Illwerke VKW-Vorstandsdirektor Dr. Christoph Germann. Wir glauben, dass die Attraktivität gestiegen ist, vor allem deshalb, weil jetzt einige serienreife Fahrzeuge auf den Markt kommen. Und wir glauben, dass diese serienreifen Fahrzeuge vor allem auch für Privatpersonen durchaus interessante Alternative sein können. Wir haben mit der Flotte bis jetzt gut 300.000 Kilometer zurückgelegt. Und da hat sich gezeigt, die Elektrofahrzeuge sind grundsätzlich alltagstauglich. Die Elektromobilität hat also Zukunft und gerade bei uns in Vorarlberg wird besonders auf umweltschonende Fortbewegungsmöglichkeiten geachtet. Elektroautos wären und sind laut Manfred Blim aber nicht nur im Privatbereich, sondern auch bei der Polizei denkbar und auch schon Realität. Ja, also wir haben ja ein Polizeiauto, einen Fiat 500, den wir seit einigen Monaten benutzen. Mit bestem Erfolg. Unsere Beamten und vor allem auch die Beamtinnen, die fahren sehr, sehr gerne. Wir sind froh, dass wir dieses Auto jetzt testen dürfen. Die Beamten fahren in Fußgängerzonen, dadurch keine Abgase mehr. Sie fahren am See entlang in Bregenz, auf den Radwegen. Und es ist eine sehr, sehr angenehme Art für unsere Leute, Patrouillen zu fahren. Soweit also der Kommandant des Polizeikommandos Vorarlberg. Begeistert von der eigenen Art, ein E-Auto zu bewegen, zeigten sich aber auch andere Teilnehmer. Einer von ihnen war Kurt Stöckli. Ja, wundervoll. Ich bin ganz beeindruckt davon, wie schnell so ein Elektroauto überhaupt gehen kann. Wir sind jetzt gerade die Silvretterstraße ein Stück raufgefahren. Und das Drehmoment von dem Auto, das geht so schnell in der Kurve, ist fantastisch. Ich bin ganz begeistert von dir. Die 13. Silvretta Classic Rally Montafon und die erste Silvretta E-Auto Montafon sind also schon wieder Geschichte. Zeit für ein kurzes Resümee. Wir sind sehr, sehr zufrieden, in erster Linie mit dem Petrus natürlich. Die Wettersituation ist bei so einer Outdoor-Veranstaltung natürlich 50% der Miete. Die Weltpremiere ist ausgezeichnet gelungen, ganz nach dem Motto Vergangenheit trifft Zukunft. Die Verbindung der Silvretta Classic Rally Montafon mit der e-Auto Rally Montafon. Erstmals haben im Montafon namhafte Automarken Deutschland von der gesamten Welt ihre Prototypen hier im Einsatz gehabt und einige Fahrzeuge sind hier im Montafon erstmals mit der Straße in Kontakt getreten. Der nächsten Auflage im Jahre 2011 steht also nichts mehr im Wege und währenddessen können Sie unter www.flotte.at laufend Wissenswertes über die Elektromobilität in Vorarlberg erfahren.